Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video, diesmal Part 3 von der Pferdezimmerreihe. Heute ist ein sehr, sehr cooler Part, denn der Schrank steht ja bereits schon, das heißt die Arbeit ist schon fertig. Aber wir müssen das Ganze ja jetzt noch aufräumen und das ganze Chaos, was hier herrscht in den beiden Zimmern, mal ein bisschen beseitigen. Und ihr fragt ja auch immer nach meiner Schabrackensammlung, nach meinen Jacken und generell, dass ich euch mal ein bisschen was zeigen soll, was ich alles so habe. Auf jeden Fall kann ich jetzt beides richtig cool in einem Video vereinen und würde mal sagen, let's go mit diesem Video und viel Spaß. Also, damit euch das Chaos ein bisschen bewusst wird, hier lagere ich gerade alle Schabracken. Dann sind hier noch die Jacken und ein paar Halfter. Noch mehr Jacken und da ist der Schrank, wo das jetzt alles rein soll. So, ich starte jetzt einfach hier ganz vorne bei meinen ganzen Jacken, werde die aufhängen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze vielleicht noch ein bisschen sortiere nach Farbe oder nach Kollektion oder nach Marke. Starten jetzt einfach mal hier mit den ersten Sachen am Bett vorbei. Und hier runter. Ich bin echt gespannt, ob das alles reinpasst. Aber ich habe ja noch drüben den Schrank, wo ich dann theoretisch auch noch Jacken reinhängen kann. Ich habe ein kleines Jackenfabel, wie man vielleicht sieht. Und dann können wir auch endlich, wenn die ganzen Jacken hier raus sind und ich alles eingeräumt habe, kann ich auch endlich das Bett hier wieder richtig umstellen. Das steht hier halt volle Kanone im Weg. Aber ich meine, ist halt gerade so. Vielleicht mache ich das echt so, dass ich die dünnen Jacken hier oben hinhänge. Und die etwas dicken Jacken unten. Und jetzt seht ihr so ein bisschen immer im Schnelldurchlauf meine Sachen. Aber ich glaube, wenn ich die euch alle zeige, dann bin ich noch morgen beschäftigt. Meine quietschpinke Barbie-Jacke und meine Weihnachtsjacke. Noch ein dicker Mantel. Ich finde den Winter immer gar nicht so schlimm, weil dann kann ich immer meine schönen Wintersachen anziehen. Winter ist so outfit-technisch meine Lieblingssaison. Ich mag immer Wintersachen total gerne. Ich finde Wintermäntel total schön, Winterjacken total schön. Das ist auch eine meiner Lieblingsjacken aus der letzten Cavallo-Kollektion. Und dann ist einfach diese eine Kleiderstange hier schon leer. So, kleine Diskussion. Ich habe eine Planänderung. Meine Planänderung ist, dass ich die aktuelle Kollektion hier reinhänge. Ich habe zu viele Jacken und ich habe schon so viel aussortiert. Das ist krass. Oh, Kleiderstange. Bleib hier bei mir. Ich habe schon so krass aussortiert und ich habe immer noch so viel Kram. Aber irgendwie ist auch diese Kleiderstange hier nicht ganz feste. Viel zu lang. Ich sag ja, die Kleiderstange ist irgendwie nicht fest. Ihr kommt mal hier hin. Wie ist die Lage? Erst ist die Kleiderstange habe ich wieder reingeräumt und habe jetzt hier schon mal einiges reingeräumt an aktueller Kollektion. Es ist jetzt gemischt, aber es ist jetzt egal. Jetzt hängen hier echt nur noch ein paar Teile. Das kriege ich da jetzt auch noch rein. Aber irgendwie traue ich der Kleiderstange immer noch nicht. Naja, muss ich Papa gleich nochmal anschauen. Noch die letzten Jacken, die kommt hier rüber. Haben wir hier beide Ständer leergeräumt. Westen hier an die Seite. Hier noch die dünnen Jacken. Und dann passt das auch. Jerry, was sagen wir dazu? Möchtest du mal in den Schrank? Hui. Ist es gut? Ja. Ich finde, es sieht schon mal richtig gut aus. Ein bisschen Platz ist noch. Ein bisschen. Und ich habe drüben noch zwei Kleiderstangen. Also vielleicht sortiere ich auch noch mal um. Aber so kann es jetzt erstmal bleiben. Ja, hier unten ist noch ein kleines Stiefelchaos. Saison für diese Stiefel hat jetzt gerade eh gestartet langsam. Hier sind noch ein paar alte Stiefel. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt schon mal weiter hier mit den Sachen, die auf dem Ständer sind. Und zwar Fliegenhäubchen. Die habe ich hier immer so aufgehangen. Und packe die hier einfach jetzt in die oberste Schublade. Kann sogar noch was mit dazu. Tom ist auch am Start. Die Halfte, die packe ich auch einfach alle in eine Schublade. Also Halfte habe ich nicht viele. Ich habe eine kleine Obsession mit Fell. Deswegen haben die hier alle Fell. Und die kommen jetzt hier auch in eine Schublade. Das passt perfekt. Haha. Zweiter Kleiderständer leer. Es geht weiter mit Schabracken. Sortiere ich jetzt, glaube ich, nach VS und Dressur. Hier sind erstmal meine ganzen Dressurschabracken. Ich fange hier in der Mitte an. Ha, es passt einfach perfekt. Das hatte ich mir ja schon so ausgeguckt, dass das alles gut passt. Das passt nämlich hier genau in den Schrank rein. Wieder so ein bisschen nach meinem System, was irgendwie keiner durchblickt außer ich. Das ist gut, weil ich mich auch gerade frage. Ich habe ja auch noch gesagt, dass ich mir noch einen Hocker oder so einen Tritt besorge, dass ich auch noch oben dran komme. Meine schöne Schabracke, verlöst du!
Die ist auch noch aktuell. Die ist auch so schön. Ich komme eigentlich ganz gut dran. Zum Glück bin ich so groß. Das ist halt praktisch, dass halt immer wieder Bretter dazwischen sind. So komme ich auch wirklich gut dran. So habe ich das alles so ein bisschen sortiert. Ich komme sogar an die oberste Schabracke dran. Das hätte ich nicht gedacht. Ich kann hier aber auch noch hier reintun. Denn ich habe noch auf der anderen Seite auch noch ein Fach für Schabracken. Es geht weiter mit Springschabracken, wie man sehen kann. Räume ich jetzt hier drunter. Diese Schabracke habe ich auch Ewigkeiten gesucht. Aber wenn man halt keine Ordnung hat, dann findet man halt auch seine Sachen nicht. Jetzt wieder so ein bisschen mein System, was keiner versteht, aber ich. So. Aber das sieht richtig gut aus. Ich bin richtig happy mit meiner Entscheidung, dass ich das so gemacht habe und dass ich sie nicht aufhänge. Weil wenn ich sie aufhänge, hätte ich noch weniger Zeugs hier reinbekommen. Meine schöne Springschabracke. So. So, jetzt zeigen wir mal das Only Anya Understand. Süß. Abschwitzdecken. Die rolle ich jetzt immer hier rein. Es waren noch super viele unten. Die werde ich jetzt alle nach und nach hier hochholen und einräumen. Und aktuell sind halt auch einfach wieder viele im Stall, weil wieder Abschwitzdeckensaison ist. Sieht zwar jetzt nicht so 100% ordentlich aus, da muss ich mir vielleicht noch was Neues überlegen, aber das passt jetzt erstmal. Hier sieht man auch wieder, wie ich das vorher gelagert habe. Einfach zum Teil echt in Tüten. Jetzt kann ich hier die Sachen auch einfach in das Regal packen. Hier jetzt noch eine Gamaschenkiste. Wieder dabei, hier meine Stricke aufzurollen. Das mache ich immer. Dann sieht das wieder alles ordentlich aus. Mittlerweile hat sich einiges getan. Ich habe jetzt hier Stiefel reingepackt. Das sieht ein bisschen unordentlich aus. Und da sollten eigentlich auch noch Schabracken rein. Aber das ist jetzt erstmal gut so. Dann habe ich hier noch so Ausreitdecken hingepackt. Und jetzt habe ich hier noch zwei Halfter. Die kommen noch in die Halfterschublade und dann ist die auch schon voll. Das ist jetzt das fertige Ergebnis. Teil 1. Also das ist jetzt hier der Strang im Pferdezimmer. Ich finde, wir haben es richtig, richtig gut eingeräumt. Die Sachen hier mit den Bandagen, das ändere ich noch. Also die Bandagen kriegen noch ein eigenes Regal. Aber ich bin einfach unglaublich happy mit dem Ergebnis. Ich habe es mir genauso vorgestellt und es hat wirklich perfekt alles gepasst. Jetzt werden wir Möbel rücken und zwar kommt das Bett jetzt in die Ecke, wo die Mama mit der Kamera steht. Und dann sieht das Ganze hier auch nochmal ganz anders aus. Also erstens, das ist jetzt wirklich das finale Produkt und man kann es jetzt auch endlich mal richtig sehen. Ich bin einfach nur mega happy. Jetzt haben wir hier dieses Regal auch noch rübergeräumt. Da sollte man besser gerade nicht reingucken, denn es ist verdammt unaufgeräumt. Das werde ich jetzt noch aufräumen. Wahrscheinlich kommen da sogar meine Helme rein und es ist immer so gut geworden. Ich freue mich. Ah, geil. So, jetzt ist es endlich soweit, dass ich auch das Zimmer in meinem Büro einräumen kann. Hier sollen ja hauptsächlich die Sachen für mich rein. Das heißt Hosen, T-Shirts, Funktionsshirts, Pullover, Socken. Das werde ich jetzt hier noch in die Schränke räumen. Und noch ein paar Jacken werden auch noch hier reinkommen und Jackets und so. Der grobe Plan ist, dass hier sollen Pullover rein und eventuell auch Hosen. Dann sollen hier auch Funktionsshirts rein. T-Shirts, Tops. Hier ist meine fancy Gürtelschublade. Ich denke, dass sie nicht ausreichen wird. Das ist aber kein Problem. Hier unten in die großen Körbe kommen dann nämlich Socken rein und eventuell auch die Gürtel. Und hier auch irgendwo in die Schubladen kommen dann auch noch meine Mützen und Schals und Stirnbänder rein. Ich habe jetzt auf jeden Fall ziemlich viel Platz und hoffe, dass das richtig gut wird. Let's go! Hier ist mein erster großer Schrank. Hier habe ich hauptsächlich meine Hosen drin und all meine Funktionsshirts. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach an mit den Funktionsshirts, dass ich die hier rüberräume. Die räume ich in die Mitte. Wir fangen mit Turniershirts an. Das ist doch eigentlich immer am allerschönsten. Meine ganzen Turniershirts. Ich könnte jetzt hier wieder sortieren in T-Shirts, Tops und Langarm-Shirts. Vielleicht mache ich das auch. Erste Schublade ist auf jeden Fall geschafft. Ich habe es jetzt hier wirklich schön organisiert. Das ist auch der Grund, warum ich den großen Schrank genommen habe, weil hier passen perfekt drei
immer nebeneinander. Und theoretisch kann ich hier hinten ja auch immer noch was hinlegen. Das sieht schon mal richtig gut aus. So, dann machen wir weiter mit Funktionsshirts. Hier überlege ich mir gerade auch ein bisschen, wie ich das Ganze sortiere. Vielleicht so ein bisschen in dunkel und farbig. Ja, finde ich, glaube ich, ganz gut. Ich habe so viele Funktionsshirts, aber ich lebe auch darin. Wupp. So, die schwarzen packe ich jetzt hier erstmal nach oben. Schwarz und dunkelblau. Boah, ich kann sogar, glaube ich, 4 Sets nebeneinander machen. Ah. Ja, es geht eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier nämlich Löstau, Cavallo und das auch sonstige Marken. Und ich bezweifle, dass ich diese Ordnung lange halten kann. Eine Schublade für so Rot und Pink und so. Jetzt hier unten noch eine Schublade an mit ganzen farbigen Sachen. Ich habe ja so viel Platz, deswegen kann ich das machen. Finde ich super. Wir starten hier wieder mit diesem ganzen roten Kram. Sieht richtig cool aus, wirklich alles nach Farbschema sortiert. Und die ganzen hellen Sachen. Die ganzen hellen Sachen kommen hier an die Seite. Die so ein bisschen in die Mitte, dann kann ich dann nämlich auch dann drunter gucken. Haha, cool. Sieht schon mal richtig gut aus. Hier haben sich schon mal ein paar Pullis verirrt, die habe ich dann jetzt schon mal hier an die Seite gepackt. Da sollen sie nämlich final auch hin. Darüber sollten auf jeden Fall hier meine ganzen Funktionsjacken. Das sind diese hier. Die kann ich nämlich jetzt hier aufhängen auf die Bügel, die leider noch ein bisschen eingestaubt sind. Mama hat mir jetzt noch eben kurz geholfen, die Jacken alle aufzuhängen. Ich finde, es sieht jetzt richtig gut aus. Jetzt habe ich hier so wirklich alle so Funktionsstrickjacken in allen Farben, habe einen richtig guten Überblick. Und hier habe ich auch noch meine Schals aufgehangen. Finde ich auch eigentlich super gut und ich finde, das kann jetzt eigentlich so bleiben. Irgendwie fehlen mir Jackets. Die sind bei Mama und Papa. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt noch 3 Jackets von mir. Die räume ich jetzt hier in dieses Fach. Kommen dann auch noch ein paar Jackets dazu, die zu Hause sind. Wo, wenn ich erstmal ein bisschen zu viel Platz habe als zu wenig. Und jetzt seht ihr, ist der Schrank schon ganz schön leer. Hier sind eigentlich jetzt nur noch Hosen drin. Und die Hosen kommen ja jetzt hier rein. Da habe ich auch schon ein kleines System. Das ist auch schon hier. Oh, hier sind noch ein paar Funktionsshirts. Die habe ich vergessen. Oh, meine Katze im Hintergrund. Oh mein Gott. Hier noch dazu. Oh, Schatz. Hi. Oh. Hoffe, er hört jetzt auf zu weinen. Oh. Du darfst hier mitsitzen. Hui. Oh, kurze Zwischenpause. Jetzt nehme ich hier meine ganzen Hosen. Pack sie hier rüber in die Schublade. Und sie passen sogar fast perfekt. Aber sie passen wirklich perfekt hier von der Länge rein. Das ist echt richtig genial. Winterreithose, normale Reithose oder so sortieren. Das sind jetzt auf jeden Fall die Winterhosen. Das auch noch. Und das auch noch. Das sind alle aus der neuen Kollektion. Dann hier die Leggings. Und der Rest ist in der Wäsche. In die nächste Schublade kommen jetzt einmal diese hier. Das sind alles meine Cavallo-Leggings. Cavallo-Reithosen. Das hat alles System, Freunde. Das sind alles meine Winterreithosen. Okay, das war die Sortierung. So, Winterreithosen echt im Winter. Absoluter Gamechanger. Dann noch weitere Hosen. Das sind meine Löstau-Hosen. Helle Hosen. Noch mehr helle Hosen. Bunte Hosen. So. Boah, es sieht so genial aus, Leute. Ich finde das richtig gut so. Jetzt habe ich hier wirklich nur noch meine Turnierreithosen. Bin ich jetzt ein bisschen lost, wo ich die hinpacke. Die brauchen 2 Stapel. Sie kriegen einfach eine eigene Schublade. Ich habe ja genug. Irgendwie mehr Reithosen, als ich Turniere reite. Jetzt ist wirklich der Schrank einfach mal leer. Können wir uns jetzt den weiteren Schubladen widmen? Hier verstecken sich meine Pullis.
Und ich muss sagen, ich habe gar nicht so viele Pullis für meine Verhältnisse. Wenn man meinen Pulli-Konsum im Gegensatz zu meinem Funktionsshirt sieht, ist das wenig. Bis jetzt habe ich hier noch kein System. Das ist der Pulli, mit dem ich Disney-Probe geritten bin. Deswegen wird der nie weggehen. Die Pulli-Schublade ist fertig. Ich habe irgendwie mehr Platz auch für die Pullis eingeplant. Brauche ich gar nicht. Vielleicht finden die auch noch einen Platz in den Schubladen. Meine T-Shirt-Kiste. Ich packe die hier hin und dann räume ich die hier drunter ein. Nach meinem System. Chaos. So, wir haben jetzt ein bisschen Ordnung geschaffen. Ich habe jetzt hier helle Shirts und dann habe ich in der Mitte dunkle Shirts und hier noch so farbige. Hier drunter sind noch blaue und dann pinke. Und die Tops kommen in die Schublade da drunter. Also, alle T-Shirts und Tops sind sortiert. Und es ist wirklich echt genau ausgekommen. Socken in Gürtellager. Wie man sieht, das ist chaotisch. Ich werde jetzt erstmal versuchen, die Socken von den Gürteln zu trennen. Und dann kommen die Socken in eine Schublade, die Gürtel in eine Schublade. Und ich finde natürlich wieder 3000 Socken, die keinen Partner haben. Die Sockenschublade hat ein Upgrade bekommen. Sieht einfach so viel besser und sortierter aus. Da bin ich sehr, sehr happy, wie das jetzt geworden ist. Perfekt. Die Schublade ist direkt bewohnt worden. Hui. Schwanz. Meine Gürtel bekommen jetzt auch alle ein Zuhause. Und das sieht so cool und sortiert aus. Es passt einfach perfekt. Tada. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Jetzt kann ich mir noch überlegen, welchen Gürtel ich heute anziehe. Ganz gut würde jetzt der hier passen. Oder der. Zweimal mit Beige. Ich glaube, der ist ganz cool. Allerletzte Schublade mit Mützen und Cappies und Stirnbändern. Die werden jetzt auch noch unten in den anderen Korb kommen. Dann bin ich auch fertig. Jetzt wollte ich gerade das Video beenden und habe noch gemerkt, eine Schublade fehlt. Und zwar meine Royal Horseman Schublade. Aber ich hatte hier oben ja eh noch Platz für Hosen. Also komm jetzt dahin. Hier sieht man auch, wie ich die hier reingeräumt habe. Aber ich finde, das ist irgendwie so knuddelig. Und deswegen lege ich die jetzt lieber gerade hin. Ich kann es gar nicht glauben, wir sind einfach fertig mit dem Pferdezimmer und hier mit diesem Schrank. Da kommen jetzt noch die Türen rein, das macht mein Vater dann morgen. Aber es ist so krass, wenn man jetzt mal überlegt, wie das vorher aussah und wie es jetzt aussieht. Ich muss jetzt noch ganz viel Möbel rücken, aber ich bin einfach schon unglaublich happy, dass wir das jetzt hier alles geschafft haben, dass ihr mich auf der Reise begleitet habt. Und wenn ihr mich weiterverfolgen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Schaut auch gerne vielleicht auf TikTok oder auf Instagram vorbei. Ich verlinke die Profile von mir da einfach in der Infobox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!